Heimat, Volksmusik am Vormittag. Thank you.
wann im euch Sturm soll sei, und wann im euch Sturm soll sei, na kropt's mit im Keller drunter, na kropt's mit im Keller drunter, wo ich hinterm Bierfass und mein Mund wuchs gern nass und der lustige Freidhof war das. Wo ich hinterm Bierfass und mein Mund wuchs gern nass und der lustige Freidhof war das. Wo kämen die Rauschigen hin? Wo kämen die Rauschigen hin? An Himmel, wo hinter die Tür? An Himmel, wo hinter die Tür? In Himmel hinein, wo St. Petrus dort sein, St. Petrus schenkt's Wettchen Brandwein. In Himmel hinein, wo St. Petrus dort sein, St. Petrus schenkt's Wettchen Brandwein. Hab gemeint, ich hab noch ein Zimmer. Hab aber kein Kreuzer nimmer. Hab aber kein Kreuzer nimmer. Beim Wirt hinterm Ofen, da hab ich's versoffen, das tat ich meiner Lebtag nimmer. Beim Wirt hinterm Ofen, da hab ich's versoffen, das tat ich meiner Lebtag nimmer. Mit meiner Leich geh. Wer wird denn mit meiner Leich geh? Wer wird denn am Grab dorten steh? Wer wird denn am Grab dorten steh? Die Gläser, das Geschirr, der Wein und das Bier, Frau Wirtin hat Stano mit mir. Die Gläser, das Geschirr, der Wein und das Bier, Frau Wirtin hat Stano mit mir. Mit dem Tischler hab ich auch schon gesprochen, mit dem Tischler hab ich auch schon gesprochen, er sollte mir ein Truche machen, er sollte mir ein Truche machen, er sollte was machen, und ein Deckel drauf und oben drauf Trali, tralala. Er sollte was machen, und ein Deckel drauf und oben drauf Trali, tralala.
BR Heimat. So klingt Bayern. Sein, was wir und was wir auf Tritt nur an die Sonne.
Bildschirm. Oh yeah. Muss ich aufstehen, muss fein sein, muss hören und muss sehen. Auf geht's nur an diesem Neuschirm. Drum, Burma, bleibt Lady und seid gescheit. Sie ist besser für Zeit und für'n Leib. Denn das Heirat, das geht oft so schnell, so schnell. Ja, noch sitzt allein in der Heim. Oh yeah. Denn das Heirat, das geht oft so schnell, so schnell. Ja, noch sitzt allein in der Heim. Thank you.
ist verliebt. Es wird ein Kreis an ihm geworden. Diesen Tag ganz frisch verliebt. Hast mich gefragt, ganz verstohlen. Möchtest mal dir ein Du sein, da leicht die Sonne gleich wie heller, hat einen glanzenden Schein. Da leicht die Sonne gleich wie heller, hat einen glanzenden Schein. Oh,
Internet www.brheimat.de. Thank you.
Thank you.
Dankeschön fürs Zuhören. Nachrichten des Bayerischen Rundfunks mit Marlene Reichert. Die Übersicht. Hummel spricht von insgesamt positivem Auftakt der Corona-Impfung. Illegale Silvesterparty in Frankreich hat sich aufgelöst. Real Madrid legt für David Alaba verbessertes Angebot vor. Das Wetter meist bewölkt, minus 1 bis plus 3 Grad. München. Bayerns Gesundheitsministerin Hummel hat die Impfstrategie des Freistaats in der Corona-Pandemie verteidigt. Sie verwies im Interview mit dem BR auf den großen logistischen Aufwand mit den fast 100 Impfzentren und zahlreichen mobilen Teams. Insgesamt, so Hummel, sei der Start gut gelaufen, auch wenn es an einigen Stellen Probleme gegeben habe. Die Ministerin betonte, dass für die Beschaffung der Bund zuständig sei. Bayern habe dort die Engpässe bereits beklagt. Nun gebe es aber wieder Nachlieferungen. Nach Angaben Hummels haben in Bayern bislang 43.000 Menschen eine erste Immunisierung gegen Corona erhalten. Hier fehlten aber noch Zahlen der Landkreise. Zuvor hatten Ärzte und Oppositionsvertreter die Bundesregierung dafür kritisiert, zu wenig Impfstoff bei BioNTech und Pfizer bestellt zu haben. Berlin. Die deutschen Intensivmediziner gehen davon aus, dass die angespannte Lage in ihrem Bereich noch einige Monate andauert. Der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin Janssens sagte der Rheinischen Post, es werde sich erst noch zeigen, wie die Feiertage die Lage beeinflusst haben. Das könne man erst Ende kommender Woche in den Krankenhäusern sehen. Die Effekte von Silvester dann noch deutlich später. Hannover. Europas größter Tourismuskonzern TUI rechnet in diesem Jahr mit einer kräftigen Wiederbelebung des Reisemarkts. TUI-Vorstandschef Jussen sagte in einem Interview, er erwarte 2021 einen weitgehend normalen Sommer. In den Ferien im Juli und August sei es wahrscheinlich, dass viele Flüge auf Strecken im Mittelmeerraum schnell ausgebucht seien. Das Angebot für Mai ist Jussen zufolge bereits zu 50% gebucht. Der TUI-Chef geht davon aus, dass die aktuellen Impfungen alle Reisebeschränkungen unnötig machen werden. Lyon. Nach 30 Stunden hat die Polizei in Frankreich eine illegale Rave-Party in der Bretagne aufgelöst. Das schrieb der französische Innenminister auf Twitter. Seinen Angaben zufolge nahm die Polizei die Personalien der Gäste auf. Rund 2500 Jugendliche hatten trotz Ausgangssperre gemeinsam gefeiert und sämtliche Corona-Auflagen ignoriert. Die Polizei bekam die Lage nicht in den Griff.
Bei einem Versuch, das Ganze aufzulösen, war es zu Auseinandersetzungen zwischen den Feiernden und den Einsatzkräften gekommen. Daraufhin zogen sich diese wieder zurück. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen eingeleitet. Den Gästen drohen Bußgelder und den Veranstaltern auch Haftstrafen. Die Party wird wohl auch ein politisches Nachspiel haben. Die Opposition kritisiert das zögerliche Vorgehen der Polizei. Berlin. Der Kandidat für den CDU-Vorsitz Merz hat sich dagegen ausgesprochen, Flüchtlinge aus Lager in Griechenland oder Bosnien-Herzegowina aufzunehmen. Merz sagte der Funke Mediengruppe, diese Katastrophe lasse sich nicht dadurch lösen, indem man sagt, kommt alle nach Deutschland. Die gesamte EU habe vor allem die Verpflichtung, den Flüchtlingen an Ort und Stelle zu helfen. Aktuell harren rund 1500 Migranten bei Schnee und Eis in einem ausgebrannten Camp bei Lipa in Bosnien-Herzegowina aus. Dort werden nun neue Zelte aufgestellt. Madrid. Der spanische Fußballrekordmeister Real Madrid hat für den FC Bayern Abwehrspieler David Alaba offenbar ein verbessertes Angebot vorgelegt. Wie die Sportzeitung Marca berichtet, ist der Verein bereit, für Alaba ein Nettogehalt von 10 Millionen Euro im Jahr zu zahlen, bei einer Vertragslaufzeit von 4 Jahren. Der Vertrag des Spielers beim FC Bayern läuft im Sommer aus. Das Wetter in Bayern. Am Nachmittag bewölkt mit höchstens kurzen freundlichen Abschnitten. Die Temperaturen steigen auf -1 bis +3 Grad. In der Nacht weiterhin bewölkt und gebietsweise etwas Schnee. Abkühlung auf -2 Grad. Die Aussichten? Es bleibt bewölkt, in Nordbayern ab und zu Schnee. Tageshöchstwerte -1 bis +3 Grad. Soweit die Nachrichten. Es ist 12.05 Uhr. Die Verkehrsübersicht, die A3 Würzburg Richtung Nürnberg, ist zwischen Wiesentheid und Geiselwind gesperrt. Dort ist ein LKW im Baustellenbereich umgekippt und muss aufwendig geborgen werden. Die Sperre dauert voraussichtlich bis zum Nachmittag. Wir empfehlen, über die U7 auszuweichen, und in der Gegenrichtung ist wegen der Bergungsarbeiten die linke Spur gesperrt. Und die A9 Berlin Richtung Nürnberg ist zwischen Hof West und Münchberg Nord nach einem Unfall gesperrt. Dort hat ein LKW die Mittelleitplanke durchbrochen. Bitte halten Sie eine Gasse für die Einsatzfahrzeuge offen. In der Gegenrichtung kommt es ebenfalls zu Behinderungen. Die linke Spur ist gesperrt und es staut sich. Soweit der Service. BR Heimat, Treffpunkt Blasmusik. Und dazu sagt heute Stefan Ametsbichler wieder einmal Servus und herzlich willkommen. Herzlich willkommen in einem neuen Jahr, für das ich Ihnen und uns allen wünsche, dass es in der Tat ein gutes Jahr wird. Eines, in dem wir wieder hoffen dürfen und auch weiterhin der positive Blick nach vorne nicht verloren geht. Der vor mehr als einem halben Jahrtausend irgendwo auf dem Turm einer Kirche, eines Rathauses oder eines Stadttors zur mitternächtlichen Stunde das Anbrechen eines neuen Jahres verkündet. Neujahrsanblasen nennt man das. Die musikalische Begrüßung eines Neubeginns, der ja nur scheinbar die Wiederholung des zu Ende gegangenen ist. Ein Schnittpunkt zwischen Vergangenheit und Zukunft und seit jeher ein magischer, ja mystischer Moment der Reinigung, des Neuanfangens und auch bisweilen des sehr wilden Feierns. Thank you.
Archaisch und einsam mag es sich wohl angehört haben, das Anblasen eines neuen Jahres in früheren Zeiten. Im Gleichklang mit dem Geläute der Kirchenglocken und noch ohne das lärmende Abbrennen von Himmelsfeuerwerken. Und dennoch waren neben diesem Anblasen mitten in der Nacht auch Maskenumzüge und lärmendes Feiern zur Vertreibung böser Mächte in allen Kulturkreisen guter Brauch, auch in dieser Nacht vor Neujahr. Heuer ist uns ja das wilde Feiern versagt geblieben. Und trotzdem hat er stattgefunden, der Jahreswechsel. Und werden all die Bräuche, die wir mit dem Beginn eines neuen Jahres verbinden, ja auch wieder stattfinden. Wie das traditionelle Neujahrsanblasen. Dann halt und erst recht wieder beim Wechsel von 2021 auf 2022. Doch was heißt da schon Tradition? So, wie wir es heute kennen, ist das Neujahrsanblasen ja eher eine junge Tradition. Begonnen hat das Ganze erst einmal ganz anders. Stadtpfeifer und Turmbläser waren im 14. und 15. Jahrhundert aus fahrenden Spielleuten hervorgegangen und sind sesshaft geworden, weil sie die aufstrebenden Städte dauerhaft an sich binden wollten und dafür auch so manche Privilegien versprachen. Dafür mussten sich die neuen Stadtmusizi aber auch verpflichten, für die vielfältigen musikalischen Aufgaben zuverlässig zur Verfügung zu stehen. Nicht selten hatten sie freie Kost und Logis und meist auch ein kleines Gehalt, ein Salarium fixum, das die Stadtpfeifer bei allen möglichen Gelegenheiten auch aufbessern durften, samt ihren Gesellen. Und so spielten zu Beginn des 17. Jahrhunderts nicht selten 4 oder 5 solcher Stadtmusikanten, also nicht nur bei den Feiern des Rates und zum Empfang hoher Gäste oder bei der Eröffnung von Messen und Jahrmärkten, bei Bürgermeisterwahlen, Gesetzesverkündigungen, Hinrichtungen, Richtfesten, festlichen Aufmärschen und kirchlichen Prozessionen, sondern auch beim jährlichen Umblasen, bei dem sie spielend umherzogen und den Bürgern freiwillige Opfergelder abverlangten. Clementic Consort mit einer Intrade aus der Feder des 1564 in Nürnberg geborenen Komponisten und Organisten und späteren Augsburger Stadtpfeifers Hans Leo Hassler. Wo die Stadtpfeifer auch das Amt des Türmers zu übernehmen hatten, was gerade in den kleineren Städten häufig der Fall war, kamen zu den vorhin bereits erwähnten Aufgaben noch eine ganze Reihe weiterer hinzu. Zum Beispiel das Melden von Bränden, die Ankündigung fremder Reisender und Heere, aber auch das sogenannte Stundenblasen, das sich seit dem 15. Jahrhundert mehr und mehr etablierte. Das hatte eine Art Kontrollfunktion und stellte sicher, dass die Wachen nicht eingeschlafen waren. Andererseits diente das Abblasen anspruchsvollerer Melodien und mehrstimmiger Sätze zu bestimmten Stunden oder Tageszeiten auch der Erbauung der Bürger, war ein Repräsentationsritual der Stadt und geschah mithin auch zur Ehre Gottes. Morgens zu oder vor Sonnenaufgang erklang in der Regel ein geistlicher Choral. Ebenso am Abend nach Sonnenuntergang und manchmal auch am Samstag oder Sonntag nach der Predigt. Und selbstverständlich gab es gerade zu besonderen Anlässen wie Dankfesten, Fürstenhochzeiten, Siegesfeiern oder eben auch zu Neujahr Besonderes von den Türmen der Stadt zu hören. Thank you.
die Ehre Gottes. Ein Neujahrspsalm von Heinrich Schütz, der wie so viele andere geistliche und weltliche Lieder von den Stadtpfeifern früherer Tage adaptiert und in ein Repertoire aufgenommen wurde, das die gesamte Bandbreite an Spielgelegenheiten eines Jahres abzudecken hatte. Das Anblasen eines neuen Jahres inklusive. Und darum geht es auch heute hier im Treffpunkt Blasmusik auf BR Heimat. Das Willkommenheißen des neuen Jahres und das Verabschieden des Alten. Dazu pflegte man seit der Reformation gerade auch in den vielen protestantisch gewordenen freien Städten und Reichsstädten die neuen deutschen Kirchenlieder in mehrstimmigen Sätzen. Um dabei das Abblasen auch in alle vier Himmelsrichtungen zu ermöglichen, wurden mancherorts sogar eigene Galerien bzw. Umläufe um die Türme angebaut. Auf das auch alle mitbekommen sollten, dass das alte Jahr vergangen ist. Schatz des wohl um 1560 in Regensburg geborenen Paul Homberger, dem die Capella Antiqua München unter der Leitung von Konrad Ruhland mit Blockflöte, Zink, Tenor und Bassposaune zu neuen Ehren verholfen hat. Schalmein, Pommern, Posaunen und Krummhörner, besonders aber auch der Zink, jenes Grifflochinstrument aus lederumwickeltem Holz, das mit einem trompetenähnlichen Mundstück versehen ist, das waren die üblichen Instrumente, mit denen Stadtpfeifer und Turmbläser im Freien aufwarten konnten, um eben zum Beispiel auch das neue Jahr anzublasen. Solange es sich dabei um einstimmige und einfache, mehrstimmige Melodien handelte, wurde das Ganze meist auswendig und gewissermaßen improvisierend vorgetragen. Erst mit der wachsenden Zahl von Spielern und der kunstvolleren Ausgestaltung vor allem der Tanzsätze wurde es aber notwendig, diese auch aufzuschreiben. Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts wurden immer mehr Sammlungen auch gedruckt, wie Tilman Susatos berühmte Danserei aus dem Jahre 1551. Und immer mehr Stadtpfeifer traten auch namentlich als Komponisten in Erscheinung. Zudem war das fünfstimmige Ensemble aus zwei Zinken und drei Posaunen, das in unserem heutigen Blechbläserquintett aus zwei Trompeten, Hornposaune und Tuba eine moderne Fortsetzung findet, im 17. Jahrhundert zu einer Art Standardbesetzung geworden. Und für die hat auch der Leipziger Stadtpfeifer und Leiter des Collegium Musicum Johann Petzl, einer der bedeutendsten seiner Zeit, zwei eigens für das Turmblasen angelegte Sammlungen komponiert. Eine davon ist die 1670 in Leipzig gedruckte Hora Decima Musicorum Lipsiensium, eine musikalische Arbeit zum Abblasen um 10 Uhr am Vormittag in Leipzig. Thank you.
Ausschnitte von insgesamt 40 Sonaten aus der Sammlung Hora Decima Musicorum Lipsiensium von Johann Petzl. Fünfstimmige Stadtpfeifermusik für zwei Zinken und drei Posaunen, mit der man Mitte des 17. Jahrhunderts täglich um 10 Uhr vormittags die Leipziger Bürgerschaft erfreute. Wagen wir damit hier im Treffpunkt Blasmusik auf BR Heimat einen ganz, ganz großen Zeitsprung ins 19. Jahrhundert. Mit dem Niedergang des Zunftwesens und der aufkommenden Gewerbefreiheit hatten auch die Turmbläser und Stadtpfeifer an Bedeutung verloren. Obwohl es tatsächlich auch noch im 20. Jahrhundert einzelne Stadtpfeifen als Ausbildungsstätten für den musikalischen Nachwuchs gab. Insgesamt war aber jetzt, nach der Französischen Revolution und dem aufkommenden Bürgertum, eine neue Zeit angebrochen. Und selbst die Tage der aristokratischen Harmoniemusik des 18. Jahrhunderts waren schon angezählt. Pfalz-bayerische Militärmärsche unbekannter Herkunft, die wohl um die Mitte des 18. Jahrhunderts für eine Harmoniemusik aus zwei Klarinetten, zwei Hörnern und zwei Fagotten entstanden sein dürften. Nur etwas mehr als ein halbes Jahrhundert später war aus Bayern ein Königreich geworden. Geblasene Musik kam jetzt nicht mehr von den Türmen oder vorzugsweise aus den Salons des Adels. Geblasene Musik war jetzt vor allem auch auf der Straße zu hören und fürs ganze Volk bestimmt. Militärorchester und seit der Mitte des 19. Jahrhunderts auch mehr und mehr die zivilen Blechmusiken gaben nun den Ton an. Und das auch beim Neujahrsanblasen. Thank you.
Auszug Nummer 1 aus dem Opus 79 von Peter Streck und sein neuer bayerischer Armeemarsch. Beides mit dem Musikchor des Grenzschutzkommandos Süd unter der Leitung von Josef Pollinger. Peter Streck. Er war seinen Münchnern so lieb und teuer wie Johann Strauss seinen Wienern. 1797 wurde er im ehemals bayerischen und heute hessischen Teil der Rhön in Gersfeld geboren. Trat 1818 in das Musikchor des Königlich-Bayerischen Infanterieregiments Nummer 2 in Würzburg ein und machte später in München nicht nur als einer der großen Militärmusikkomponisten des 19. Jahrhunderts von sich reden, sondern auch als einer, der die schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts angezettelte Reform und Neuorientierung der bayerischen Militärmusik mit seiner Handschrift versah. Peter Strecks Tänze und Märsche wurden weit über Bayern hinaus bekannt. Waren sie doch ganz gegen die Mode der damaligen Zeit vor allem eines: bayerisch. Und ganz bayerisch geht es auch jetzt im Treffpunkt Blasmusik hier auf BR Heimat weiter. Mit einem Neujahrsanblasen, auf dem ich mich natürlich nicht aktuell in den letzten Tagen herumtreiben konnte, sondern eines, zu dem ich mich schon vor ein paar Jahren habe einladen lassen. Am Sammerberg, östlich von Rosenheim, zwischen dem Inntal im Westen, der Prien im Osten und der A8 im Norden. Kalt und zugig ist es in der weiten hügeligen Landschaft am Sammerberg auf gut 600 bis 800 Höhenmetern. Und früh, zu früh am Tag ist es auch noch. Damit auch jedes Haus tatsächlich seinen Standteil bekommt, heißt es rechtzeitig anfangen. Zwischen 7 Uhr morgens und abends um 10 oder gar bis Mitternacht sind die Musikanten unterwegs. Gutes neues Jahr, mein Land! Gutes neues Jahr! So, nicht das Scheiß, gell? Ja, schreib's mal, ja. Und trotzdem, mit nur einer Mannschaft lässt sich das schon seit einigen Jahren nicht mehr bewerkstelligen. Wir gehen jetzt in 4 Gruppen und da sind wir den ganzen Tag unterwegs und können den ganzen Sammerberg jeden Haushalt noch bespielen. Der Sammerberg hat 74 Weiler und Dörfer und Ortschaften. Bei 2.500 Einwohnern kann sich jeder ausrechnen. Da kann sich's also jeder ausrechnen. Vor allem, wenn man nicht nur ein paar Auserwählte in den Genuss eines musikalischen Neujahrsgrußes kommen lässt. Es wird an jedes Haus gegangen und an jedem Haus gefühlt und ein großes Haus gewaschen. Und dafür gibt es dann auch eine Kleinigkeit zum Aufwärmen und zur Stärkung, damit man den langen Tag auch durchhalten kann. Hauptsächlich Platzl und Schnaps, ein bisschen Versorgung und ein paar kleine Spenden für die Jugendarbeit. Kam es im 17. und 18. Jahrhundert vor, dass die Stadtpfeifer und Hofmusiker die Bettelei beim Neujahrsanblasen bisweilen recht übertrieben und sogar fürstliche Jäger, Köche und Lakaien die Bevölkerung um eine Neujahrsgabe angingen, was dann nicht nur einmal zu einem Verbot dieses Brauches führte, wie es in den Stadtakten von Fulda oder dem oberfränkischen Marktredwitz nachzulesen ist, sind solche Auswüchse heute nicht mehr zu befürchten. Bei uns am Sammerberg wird es einfach respektiert und auch toleriert. Und sie finden es schön, dass die Musik am Silvestertag noch kommt und die musikalischen Grüße fürs neue Jahr überbringt. Thank you.
Sammerberg mit einer Eiszapfenpolka, die einem natürlich schon mal in den Sinn kommen kann, wenn es zwischendurch auch so richtig zapfig wird beim Neujahrsanblasen und auch der Schnaps seine vermeintlich wärmende Wirkung auf Dauer gesehen eben doch verfehlt. Das Neujahrsanblasen, eine Tradition, die da, wo früher Stadtpfeifer und Turmbläser zu Hause waren, oft lückenlos weitergegangen ist. Andernorts und besonders im ländlichen Bereich, wo das bläserische Musizieren im Orchester ja erst später im 19. Jahrhundert und dann im beginnenden 20. Jahrhundert seinen Aufschwung erfahren hat, da ist dieser Brauch natürlich entsprechend jünger. Allerdings war der ja sowieso und in erster Linie ein Heischebrauch. Und so können wir davon ausgehen, dass überall dort, wo Musikanten während des Jahres mehr oder weniger unentgeltlich ihre musikalischen Dienste leisteten oder auch immer noch leisten, dieses Einsammeln einer finanziellen Gegenleistung oder entsprechender Naturalien nicht erst eine moderne Erfindung unserer Tage ist. Geht es ja heute auch bei uns hier im Treffpunkt Blasmusik auf BR Heimat. Und wer es mit dem musikalischen Frei- und Frischluftvergnügen rund um den Jahreswechsel so gar nicht hat, der kann sich ja auch auf eine andere Tradition berufen, die der Neujahrskonzerte. Vor gut 80 Jahren hatte sie der Dirigent Clemens Kraus begründet, als er am 31. Dezember 1939 erstmals ein außerordentliches Konzert veranstaltete, das ausschließlich der Strauß-Dynastie gewidmet war. Damit wollten die Wiener Philharmoniker ihre Verbundenheit und ihr Bekenntnis zu Österreich zum Ausdruck bringen. In einer Zeit, die geprägt war von großdeutsch-germanischen Wahnvorstellungen und vom Zweiten Weltkrieg. Bis dahin hatten die Wiener Philharmoniker ja mit der Strauß-Familie eher weniger zu tun.
Man kannte sich zwar, Johann Strauss dirigierte auch das eine oder andere Mal dieses 1842 von Otto Nicolai gegründete Orchester, aber das war's dann auch schon. Eben bis zu jenem denkwürdigen 31. Dezember 1939. Der Wiener Philharmoniker als Zugabe fehlen darf. Komponiert im Revolutionsjahr 1848, als Feldmarschall Josef Wenzel Radetzky von Radetz einen überzeugenden Sieg bei Custozza über die piemontesischen Truppen erringen und schließlich am 6. August die Lombardei für Österreich zurückgewinnen konnte. Damit kamen aber die revolutionären Errungenschaften erst einmal zum Stillstand. Die reaktionären Kräfte hatten fürs Erste wieder die Oberhand. Ob nun Johann Strauss' Vater als Komponist dieses berühmten Radetzky-Marsches damit auch ein Reaktionär war? Zumindest war er ein Kaisertreuer. Als er diesen Marsch am 31. August 1848 beim Siegesfest zu Ehren der tapferen Armee in Italien und zur Unterstützung der verwundeten Krieger erstmals auflegte. Thank you.
Und das war auch Johann Strauss. Johann Strauss Sohn und seine Champagner-Polka Opus 211, die sich der Schani 1858 während eines seiner sommerlichen Konzertaufenthalte im russischen Vergnügungsort Pawlowsk hat einfallen lassen. Das Polizeiorchester Bayern spielte unter der Leitung von Johann Mösenbichler. Ein neues Jahr ist angebrochen, gerade mal 2 Tage jung. Und wir hoffen natürlich alle, dass es besser wird als das zurückliegende. Aber wir schauen nach vorne und bleiben auch ganz optimistisch. So wie unser Hörer Wolfgang Barb aus München, der seinen gemütlichen Mittwochsstammtisch sehr vermisst und sich schon jetzt darauf freut, wenn auch für den eines Tages wieder die Sonne aufgeht. Thank you.
geht auf, auch in diesen Zeiten und diesem Jahr und jeden Tag wieder aufs Neue. Rudi Fischers Erfolgstitel in einer Aufnahme mit der Musikkapelle Holzhausen unter der Leitung von Franz Haidu und unser heutiger Blasmusikwunsch für Wolfgang Barb aus München. Sollten Sie neben den vielen Wünschen für dieses neue Jahr 2021 auch an der einen oder anderen Stelle wieder mal das Bedürfnis nach einem lange schon nicht mehr oder immer wieder gern gehörten Musiktitel haben, dann lassen Sie es uns doch einfach wissen und schreiben Sie uns. Entweder per Post an den Bayerischen Rundfunk, Treffpunkt Blasmusik, Rundfunkplatz 1 in 80300 München oder per E-Mail unter der Adresse blasmusik@br-heimat.de. Also entweder auf dem guten alten Postweg an den Bayerischen Rundfunk, Treffpunkt Blasmusik, Rundfunkplatz 1 in 80300 München oder per E-Mail an die Adresse blasmusik@br-heimat.de. Weihnachtskonzerte, Neujahrskonzerte, Dreikönigskonzerte, sie mussten in diesem Winter einfach ausfallen oder finden ohne Publikum statt. Und so manche auch nur hier bei uns im Radio. Und da schaut heute Nachmittag auch Karl-Heinz Brandt im Blasmusikkonzert auf BR Heimat ganz optimistisch nach vorne. Alles auf Anfang, lautet sein Motto. Heute Nachmittag um 17.05 Uhr im Blasmusikkonzert auf BR Heimat. Und das greife auch ich jetzt ganz am Schluss gerne auf. Mit dem Optimistenmarsch von Miroslav Juchelka und sage auch ganz in diesem Sinne wieder einmal Servus und bis zum nächsten Mal als Ihr Stefan Amitzbichler.
hören BR Heimat. Typisch Bayern.